Guten Morgen, ihr Lieben. Das ist für mich eine Überraschung, für euch vielleicht weniger. Aber dass wir jetzt noch mal ein Video machen, herzlichen Dank an Andreas, dass er so weit gereist ist und diesem Ruf zu folgen. Und zwar war der Ruf von den Delfinen. Der kam an Ostern und mit unglaublicher Kraft. Ich habe sie gebeten, diese Kraft an euch weiterzuschicken, damit ihr sie auch bekommt, dass ihr das spürt. Das ist wie 100 Elefanten. Wirklich ganz, ganz starke Kraft von den Walen. Und sie kamen und sie haben mir gesagt, du musst noch mal ein Video machen. Das sind Leute, die das verstehen, was wir ihnen sagen wollen. Und du kannst für uns das Sprachrohr sein. Wir haben es nämlich langsam satt auf der Erde. Es wird immer ungemütlicher im Meer. Wir werden nach und nach, werden wir ja wie weggedrängt von all dem Mist und dem Ungesunden und dem Gift, das in die Meere geschwemmt wird. Und denkt jetzt nicht, das Meer ist weit weg. Jeder Bach endet irgendwann in einem Meer. Also da, wo ihr seid, tut etwas. Ihr seid die Hände Gottes. Wir können auch Licht und Energie rumschicken, aber wir können nicht so stark etwas tun wie ihr. Ihr seid unsere Hoffnung. Ihr Menschen, die ihr im Herzen seid und die ihr eigentlich euch wirklich auch kümmert um die Mutter Erde. Ihr, die ihr die Tiere liebt, die ihr die Pflanzen liebt, aber tut was. Ihr könnt nicht nur beten und meditieren und die Bäume umarmen. Das hilft uns wenig. Tut etwas genau dort, wo ihr seid, in eurem Leben. Ich habe dann so studiert, was ich dann gemacht habe oder was bei mir sich gezeigt hat in den letzten Jahren. Und dann kam mir sofort in den Sinn, vor 3 Jahren, ich erzähle euch jetzt wieder eine Geschichte, und während dieser Zeit können die Wale euch mit ganz füllen mit dieser Kraft. Es ist eine Kraft, die ihr dann brauchen könnt, um etwas zu tun. Öffnet euch und sagt ja. Ohne euer Ja kommt die nicht zu euch. Also, die Geschichte. Es war ungefähr vor 3 Jahren. Ich war bei der Dentalhygienikerin und wie immer am Schluss sagt sie so, und jetzt müssen Sie jeden Tag den Mund spülen mit dem und dem Mittel. Und ich war so wütend, ich habe ihr gesagt, das ist Gift. Das kann ich nicht, mein Körper will das nicht. Sie hat dann etwas gemurmelt und gemeckert und ich bin raus. Und ich habe gedacht, das muss doch was Gutes geben für meinen Körper. Mein Körper wollte das nicht. Ich war eingeladen zum Mittagessen bei einer Kollegin und habe ihr natürlich die Geschichte sofort erzählt. Und sie sagt, ich habe etwas. Und hat mir so ein ganz kleines Muster gegeben mit einem Mund. Öl war es, eine Art Öl. Und dann habe ich geschaut, das war von Ringana. Sie haben mir dann gesagt, diese Firma, die macht nur frische, gesunde Sachen. Probier doch das mal aus. Ich bin nach Hause, habe dann bestellt, die große Flasche, weil das hat sich gut angefühlt, habe immer wieder bestellt und ich war so begeistert. Weil wenn meine Heilpraktikerin mir irgendetwas gab, weil ich Halsweh hatte oder irgendwas, ich hatte nur immer alle Nebenwirkungen. Und ich war schon fast ein wenig verzweifelt, was kann ich denn nehmen, dass mein Körper nicht sich wehrt dagegen. Und seit ich diese Produkte probiere, und das sind ganz verschiedene, das ist Nahrungsergänzung, das sind wie Heilmittel, man darf ja das nicht so sagen, aber die haben mir sehr, sehr geholfen und ich war immer mehr begeistert und wollte mehr wissen, weil ich zu faul bin, ganze Webseiten zu lesen und Prospekte zu lesen, habe ich der Kollegin angerufen und ihr gesagt, hast du niemanden, der mir mehr davon erzählen kann? Und sie hat mir dann gesagt, ja, ich kenne jemanden, die Frau wohnt im Tessin, ist da so weit weg von da, wo ich wohne. Sie kam nach Luzern zu mir nach Hause und damit sie nicht nur mir das erzählen musste, habe ich gleichzeitig meine Freundinnen eingeladen. Es war so ein Wohlfühlabend für Frauen und Männer. Und dann hat sie angefangen zu erzählen.
Und ich wurde immer faszinierter. Ich war hellauf begeistert. Eine Firma, die durch und durch ökologisch denkt und handelt. Wo der Chef ein Visionär ist. Wo findet man das so schnell? Wo er alles umsetzt, damit die Natur nicht durch alle Produkte, die wir benutzen, so belastet wird. Ich war so begeistert, dass ich noch am gleichen Abend, und das mache ich normalerweise nicht, ich muss immer alles lang überlegen, bevor ich handle, so große Sachen. Aber ich habe ihr am Abend gesagt, ich will das auch machen, was du machst. Ich spüre, das ist so was Gutes. Habe dann die ganze Nacht nicht geschlafen, ich war so glücklich. Und das war eigentlich meine Seele, die mir sagte, ja, jetzt hast du etwas ganz, ganz Wichtiges in dein Leben gezogen. Und ich habe dann meine Webseite angepasst, ich habe eine eigene Webseite dafür gemacht. Ihr könnt einfach dorthin gehen, unter Ringana findet ihr meine etwas persönlichen Kommentare dazu, aber ihr könnt auch auf der ersten Seite einfach runterscrollen und auf die Hauptwebseite von Ringana gehen. Ich bin so glücklich, auch die Wale sind glücklich, weil die Sonnencreme von dieser Firma hat nichts, das das Wasser verschmutzt. Weder Hormone, ist fast in allen Cremen drin. Es geht auch nicht gleich ins Wasser. Es schützt gut, man kann es für Kinder und Erwachsene gebrauchen. Ich will jetzt nicht ein Reklame-Video machen, aber es kam so stark von diesen Wahlen, tut was. Und das ist so das Erste, was ich euch sage, es gibt Produkte, die die Umwelt nicht belasten. Natürlich nicht nur diese Produkte, aber alles, wirklich alles, was ihr in einem Laden kaufen könnt, hat Konservierungsstoffe. Darum kann man das gar nicht im Laden kaufen. Ihr müsst es entweder über Internet oder über mich oder über andere bestellen. Weil das war für diesen Andreas Wilfinger, das ist ein Familienbesitz, der musste etwas Neues suchen vor Jahren, weil niemand wollte seine Produkte verkaufen. Ohne Konservierungsstoff ist das nur eine beschränkte Zeit haltbar. Dass er so konsequent blieb, das nicht einfach anpasste, sondern nach Wegen suchte, das zu tun, hat mich auch begeistert. Und weil ich immer die Leute kennen möchte, die hinter solchen Sachen stecken, habe ich ihn, nicht persönlich kennengelernt an einer Weiterbildung, da sind vielleicht 1.000, 2.000 Leute dort, aber ich ging in seine Nähe und ich habe seine Integrität so stark gespürt. Auch dieses große Talent, männliche Talent, Entscheidungen zu treffen, etwas in einer Vision zu haben und es dann 100% durchzusetzen. Also 100% natürliche Sachen. 100% konsequent, dass die Wertschöpfung, alles, dass alle fair behandelt werden. Das war für mich so ein schönes Erlebnis, das zu erkennen. Es gibt noch viele andere Sachen, die ihr tun könnt in eurem Leben. Aber das ist mal das Wichtigste. Schaut, was ihr braucht. Was nicht umweltfreundlich ist, entsorgt es. Ihr könnt auch gesund essen. Euer Körper wird euch so dankbar sein. Nicht nur die Wale und Delfine. Euer Körper, der braucht gute Sachen zum Essen, aber auch zum Anziehen. Ich habe so ein ganz spannendes Symptom. Mein Solarplexus, also mein Bauch hier, gibt an, wenn etwas mir nicht gut tut. Und das kann irgendetwas sein. Ich gehe durch die Stadt, sehe irgendwo ein schönes Kleid, denke, und dann noch so günstig und überlege, ob ich es mir anprobieren soll. Und dann kommt dieser Schmerz. Und dann muss ich nicht fragen. Da weiß ich, das wurde nicht fair hergestellt. Da wird in diesem Kreislauf von Herstellung, von allem, sind Leute benachteiligt und ausgebeutet worden. Das zu tragen, tut meinem Körper nicht gut. Oder dann in der letzten Zeit sind ja die Jungen auf die Straße gegangen und haben wirklich, nicht nur Junge, natürlich auch andere, aber es kam eigentlich von dieser Greta aus, die kämpft und sagt, wir müssen jetzt etwas tun für die Umwelt.
und sind viele auf die Straße. Und das hat bewirkt, dass mindestens bei uns in der Schweiz wurden viele Videos gedreht, es wurden Sendungen gemacht über Biodiversität, über auch im Konsumentenschutz. Ich meine, es ist absolut so unnötig, dass ich Pflanzen auf dem Balkon habe, die von der Schweiz nach Südafrika gebracht werden, dort vorgezogen und dann wieder in die Schweiz zurückgeführt werden und dort unter Bio-Geranien verkauft werden. So ein Irrsinn. Und darum, wir müssen achtsam sein, bevor wir etwas kaufen. Ich habe in meiner Nähe, und das hat sicher überall, eine Staudengärtnerei gefunden, die ist klein, aber dort, das war wie auch ein Stück im Himmel sein. Die Pflanzen sind so schon seit vielen Jahren ganz biologisch gezogen. Alles einheimische Pflanzen. Alles Pflanzen für die Schmetterlinge, für die Bienen, für uns. Immer wenn wir sagen für die Schmetterlinge, für die Bienen, für die Insekten, ist das auch für uns. Weil ich denke, wir sind inzwischen so abgestumpft, dass mein Körper jetzt komische Zeichen geben muss, mir Bauchschmerzen signalisieren muss, wenn etwas nicht gut ist. Sagt eurem Körper, dass er euch auch Signale gibt, dass ihr das kauft, was euch gut tut. Ich habe in dieser Staudengärtnerei nicht viel gekauft, weil ich weg bin über den Sommer. Ich habe aber Pfefferminztee-Strauch gekauft. Der Tee ist 1000-mal besser als alles andere. War nicht mal teurer als in einem billigeren Geschäft. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, etwas für die Erde, für uns zu tun. Macht es. Sucht in eurem ganz kleinen Umfeld. Und dann kommt sehr oft, das ist zu teuer. Merkt euch, wenn ihr krank seid, kostet es auch. Wenn ihr eurem Körper schadet, kostet es. Wenn ihr gutes Gemüse, es kann auch aus der Region sein, liebevoll gehegtes Gemüse, das nicht voller Pestizide ist, müsst ihr viel weniger essen. Könnt die Hälfte einkaufen und es kostet dann einfach ungefähr gleich viel wie das verschmutzte Gemüse. Wir müssen jetzt wirklich etwas tun. Die Wale, die helfen euch. Sie waren so stark da und ihr sagt jetzt vielleicht, ja, die Wale, Tiere. Aber das habe ich schon seit Jahren gemerkt. Und wenn ihr auf meine Webseite geht, dann seht ihr die Delfine vor allem. Weil die Delfine kamen zuerst. Ich glaube, wenn ich ganz am Anfang schon mit den Walen Kontakt gehabt hätte, mit diesen mächtigen Wesen, mit so viel Kraft, hätte mir fast Angst gemacht. Die Delfine sind auch kräftig. Aber glaubt mir, die fühlen genau gleich wie wir. Die sind traurig. Die sind erfreut. Alle meinen zum Beispiel die Delfine, da kann ich hin und dann bin ich dann fröhlich. Als ich einmal nach Afrika ging, nach Ägypten, ganz am Anfang, da hat man mir gesagt, da hat es immer Delfine und die sind geschützt. Da war kein einziger dort beim ersten Mal. Wir sind dann mit dem Schiff um das ganze Riff gefahren. Und ich wurde immer trauriger und trauriger und trauriger. Und ich wunderte mich, jetzt bin ich da in diesem wunderschönen Meer. Es ist unendlich schön. Aber ich bin traurig. Meine Tränen laufen herunter. Der Führer hat mich angeguckt. Was spinnt sie jetzt? Und dann habe ich mich daran erinnert. In der Nacht, bevor ich wegreisen musste. Und ich musste ganz früh aufstehen. Als um 12 der Ruf kam, geh ins Facebook. Habe ich gedacht, so meine erste Reaktion, oh Hilfe, jetzt muss ich wieder Computer aufstarten. Aber das tue ich immer, wenn so klar etwas kommt, tue ich es immer und zwar sofort. Ich sah dann im Facebook, da war etwas gepostet, dass in Fukushima die Delfine tot an Land geschwemmt werden und die inneren Organe sind einfach zersetzt von der nuklearen Energie. Und dass ich das so kurz vor der Reise erfuhr und dann unten keine Delfine waren und ich so traurig wurde, als dann der Führer der Lokale der Ägypter fragte, was ich denke, warum sie nicht da sind, habe ich ganz spontan gesagt, die müssen sich treffen, all die Delfine von der ganzen Region, die Trauer darüber, was dort passiert ist in Japan, die müssen das jetzt auch verarbeiten und wir können ein wenig mittragen.
Wir können auch traurige Delfine erleben. Wenn ihr zu Delfinen geht, geht offen. Hält sie und lasst euch halten. Lasst die Wunder geschehen. Und wisst, die haben ein ganz, ganz hohes Bewusstsein. Die haben eine Seele wie wir, aber die haben gewählt, auf die Erde zu kommen, in einen ganz anderen Körper. Einen Körper, der keinen Geist hat, der ständig reinfunken kann. Die sind wie fest programmiert, die hohe Schwingung auf der Erde zu halten. Aber sie sind jetzt, die Wale und die Delfine, an einem Punkt, wo sie eigentlich sich zurückziehen wollen, weil es fast nicht mehr geht. Da ist so viel Lärm im Meer. Ich weiß nicht, wer den stoppen kann. Ich nicht, du wahrscheinlich auch nicht. Aber wir können es uns vorstellen, wie es wieder ist, wenn es einfach ruhig ist im Meer. Wenn die Boote auch, wenn wir auf Ausflüge gehen, dass die langsam fahren und nicht so viel Lärm machen. Dass die großen Container irgendwie auch einfach anders durch das Meer gehen. Dass wir uns überlegen, was wir brauchen. Wo wird es hergestellt? Woher kommen die Sachen? Ihr werdet inspiriert in eurem Alltag, ganz fest, weil das ist wichtig. Darum dieses zusätzliche Video, werdet aktiv. Es wird eine Sommerpause geben. Die geht ungefähr bis September. Sobald ich weiß, wann das nächste Video ausgestrahlt wird, wird es auf meiner Webseite sein. Und dann an dem Tag, wo der Andreas das aufschaltet, werde ich es verlinken. Das haben wir jetzt immer so gemacht. Der Andreas wird sogar jedes einzelne Video noch nummerieren. Weil das, ich glaube, das habe ich erst jetzt gemerkt. Für mich war das absolutes Neuland. Und man hat mir von Anfang an gesagt, die Reihenfolge ist wichtig. Und darum, wenn manchmal Leute mir schreiben und etwas fragen, dann sage ich ihnen, schreibe ich ihnen, zuerst fangt an. Geht auf meine Webseite und geht von Link zu Link, bis ihr im Jetzt seid. Und wenn ihr dann die Frage noch gleich stellt, stellt ihr sie mir wieder. Aber dann vielleicht kommt gar keine Frage mehr. Vielleicht sind die Fragen dann beantwortet. Und ich weiß noch, das erste Video, die Liebe ist der Schlüssel zur Seele. Ungefähr so hieß es. Das ist so wichtig. Schreibt immer wieder in euer Tagebuch. Lest wieder. Es geht im Herbst, wie gesagt, weiter. Und wir werden noch viel mehr konkrete Übungen machen. Wenn ihr in der Sommerpause einfach mal das Leben feiert, euch das Leben auch genießt. Wir Menschen können hier auf Erde wirklich das Leben genießen, wenn wir achtsam sind, wenn wir mit unserer Seele verbunden sind und unsere Seele uns dahin führt, wo wir Antworten bekommen, wo wir einfach glücklich sind, wo Menschen uns begegnen, die mit uns teilen, was ihnen lieb ist und das ist uns auch lieb. Das sind wunderschöne Zeiten. Schreibt euch Tagebuch. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt es mir. Ich bin zwar lange weg, ich gehe nach Tibet und das freue ich mich ungemein, weil das wird eine ganz, ganz außergewöhnliche Reise. Die Reisen werden immer mehr jetzt wirklich Reisen für die Seele. Die Leute kommen, die das wollen, was ich anbiete, freut mich auch sehr. Ich war jetzt schon oft, ihr könnt auf meine Webseite und tut es. Ihr habt dort habe ich viel aufgeschrieben, dort sind die Bücher aufgelistet, dort habe ich die Links zu den Sachen, die ich mache, auch dann die Rituale. Die werde ich immer wieder draufladen. Wenn etwas dort ist, ihr dürft es ausdrücken, ihr dürft es benutzen. Ich gebe alles frei. Auch meine Sachen, die ich erzähle, könnt ihr ruhig weitererzählen. Das ist nicht meins. Meine Seele will, dass es rausgeht. Und jetzt noch eine Bemerkung. Ich wusste das am Anfang nicht, dass da Kommentare kommen können. Habe sie auch lange Zeit gar nicht bemerkt. Jetzt habe ich alle gelesen. Und die sind zum Teil so schön. Die motivieren mich, die inspirieren mich. Ich bin sehr dankbar. Oft kommt die ganze Energie von euch und das tut meinem Herzen gut. Aber seid euch gleichzeitig bewusst,
das, was ihr mir geschrieben habt, schreibt es in euer Tagebuch, weil ich bin wie ein Spiegel für eure Seele. Das ist das, was ihr euch auch sagen könnt. Schaut, was ihr geschrieben habt. Und dann lest es euch vor, euch selber. Es ist auch für euch. Wir sind eins. Du und ich, wir, unsere Seelen, die kennen sich, die haben vielleicht schon miteinander Sachen unternommen, im früheren Leben oder so, ist jetzt nicht mehr wichtig. Jetzt ist wichtig, dass jedes seinen Weg geht und realisiert, es ist nie allein. Du bist nicht allein, ich bin nicht allein. Wir können den Weg jetzt gehen und finden auch die Orte, wo wir Sinn bekommen im Leben. Das ist oft so eine Frage, ist das sinnvoll, was ich tue? Und ich denke, wenn ihr so Verbindung mit eurer Seele habt und immer noch treu diesen Videos zuschaut, dann habt ihr den Kontakt zur Seele, weil das will eure Seele. Und dann seid ihr bestimmt auch an einem Ort, wo es Sinn macht. Dann tut ihr irgendwas in eurem Leben, das sehr sinnvoll ist. Das wird euch schon mal viel Ruhe geben, zu wissen, ich bin genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit und meine Seele ist glücklich, mit mir zusammen zu sein. Noch etwas zum Herbst. Ich sage das jetzt schon, dass ihr einfach schon ein wenig euch vorbereiten könnt. Wenn ich Rituale mache, dann werden wir die jetzt neu, dann ab September, untermalen mit Klaviermusik. Und die Musik, das ist ähnlich wie dieses Video, macht eine Freundin von mir. Sie spielt Musik in Verbindung mit den höchsten Kräften. Sie macht das auch nicht, aus ihrer Seele. Sie kann das nur tun, wenn sie ganz in der Mitte ist, ganz im Herzen. Und sie ist sehr bescheiden und diese Musik wird eigentlich nirgends verkauft oder so im Moment, aber wir dürfen sie für die Videos benutzen. Wenn ihr mich oder sie kennenlernen möchtet, kommt doch ins Ferienseminar. Wir machen das zusammen und der Titel ist Herzenswünsche hören und ihnen Kraft geben. An einem wunderschönen Ort, wo ich schon oft war und die ganzen Kraftplätze kennen. Das ist so die Botschaft heute. Wir sind aktiv, ich mache was Neues, die Letizia macht was Neues, der Andreas spürt neue Sachen und das ist das, wo wir jetzt hingehen. Ich glaube, der Sommer, die Hitze jetzt, heute ist es wieder sehr heiß, wahrscheinlich laufen mir schon die Schweißperlen herunter, aber es ist eine Zeit, wo wir ganz viel Kraft bekommen, um das zu tun, was wir ursprünglich wollten. Und wir sind am richtigen Ort und vielleicht gibt es noch so schöne Zufälle, dass wir neue Leute treffen oder Sachen spüren. Und tut das schnell, wartet nicht. Ich habe so, manchmal habe ich Leute gehabt, die fragen mich, ist meine weibliche und männliche Seite gut entwickelt oder arbeiten die zusammen? Oder ist, das heißt ja auch, ist meine Seele und mein Bewusstsein verknüpft. Und das merkt ihr, wenn ihr überlegt, wenn ein Impuls kommt, und der muss nicht mal als Gedanke kommen, ein Impuls kommt, geht ihr sofort in die Handlung oder wartet ihr ab? Wenn ihr euch entscheiden müsst, dauert das ewig oder entscheidet ihr euch nie? Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, für gar nichts, dann ist die männliche Seite noch nicht wirklich verbunden mit der weiblichen Seite. Dann bittet darum, weil das muss ganz leicht werden. Wenn wir jetzt die Erde verwandern wollen, gemeinsam, jedes in seinem Umfeld, dann müssen wir diese Verbindung stark haben, damit wir sofort handeln können. Manchmal wird uns Steine in den Weg gelegt, werden wir auch geprüft, ob wir beim kleinsten Hindernis wieder anhalten und zurückkehren. Lasst das kommen, bleibt im Frieden und in der Ruhe und tut, wenn es dann ganz krass wird, könnt ihr immer noch aufhören.
und wisst, ihr könnt keine falschen Entscheidungen treffen. Das sind einfach andere Erfahrungen. Und ihr könnt jederzeit, wenn euch etwas zu viel ist, könnt ihr wieder anhalten, überlegen, was ihr jetzt braucht und dann langsam weitergehen. Dieser Sommer soll dafür da sein, dass ihr euch noch mehr liebt, euch genießt, eure Seele genießt und dann im Herbst bereit seid für Rituale, für Übungen, für all das, was meine Seele mit euch noch besprechen will. Einen glücklichen Sommer wünsche ich euch mit viel, viel Freude. Tschüss.